Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist im Prinzip der zweite Teil, denn im ersten Teil habe ich dir hier diese einfache Papierpresse vorgestellt und in dem heutigen Teil werde ich dir hier diese Vierfach-Papierpresse vorstellen. Als kleiner Hinweis, in dem ersten Teil, in dem ich hier diese einfache Papierpresse benutzt habe, habe ich nur Papier benutzt und heute werde ich mal ausprobieren, das Ganze mal so ein bisschen mit Sägemehl, Sägespänen zu vermischen, um zu sehen, ob das besser funktioniert. Also im ersten Teil, das hat nicht so gut funktioniert. Heute werden wir es mal noch mit Hobelspänen probieren und da werden wir mal sehen, wie das Ganze dann performt. Ich habe jetzt schon so ein bisschen mit dem Mischungsverhältnis mit Papier und Holzmehl rumexperimentiert. Was ihr jetzt in diesem Video seht, könnt ihr natürlich hier auch auf diese Presse anwenden. Also ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie das Mischungsverhältnis in etwa aussieht und dann probieren wir mal hier diese große Presse aus. Hier habe ich Papier angemischt. Und hier habe ich halt eben die Hobelspäne, Sägemehl, alles was halt in der Absauganlage ankommt, auch angemischt. Ich habe das Ganze separat angemischt, weil man es dann so, wenn es schon mal als ein bisschen durchgerührt ist, besser miteinander vermengen kann. Und hier, das werde ich jetzt hier auch nochmal miteinander vermischen. Ich schaue, dass ich immer ein bisschen mehr Hobelspäne als Papier benutze. So sieht das Ganze jetzt aus. Man sieht, dass das Ganze relativ grau ist durch das Papier, aber man sieht auch echt sehr, sehr viel Holz in dieser ganzen Pampe. Ich muss wirklich sagen, dass ich mal so ein bisschen skeptisch bin, weil wir ja theoretisch jetzt nur ein Viertel auf jeden einzelnen Brikett an Druck aufbringen können, weil wir jetzt halt eben viermal so viele Briketts auf einmal pressen. Ich werde jetzt überall mal ein bisschen was reinmachen. Ich gehe schwer davon aus, dass das noch zu wenig sein wird. Ich rühre mal noch ein bisschen an. So, das Gitter jetzt hier einfach einsetzen. Okay, das war wohl doch zu viel Material. Und kaputt. So, einmal benutzt, beim ersten Mal kaputt gegangen. Ja, das ist totaler Schrott. So, also ihr könnt es, denke ich, schon relativ gut erkennen und auch hier in dem Fall wieder, das wird man besser mit der Hand ausdrücken, da ist echt noch richtig viel Wasser drin, das funktioniert nicht. Und hier dieser Bügel, das ist auch eine absolute Fehlkonstruktion, weil das hält die Kräfte gar nicht aus, die es eigentlich benötigt, um hier das Wasser rauszudrücken. So, ich werde jetzt trotzdem noch einmal, damit ihr seht, ob es überhaupt funktioniert mit diesen Pellets, in dieser einfachen Presse ausprobieren. Die ist jetzt mal noch heile geblieben. Da kann ich mir jetzt einfach die einzelnen Teile nehmen und kann sie jetzt separat hier reinlegen. Und hier ist jetzt wieder zu wenig Material drin. Das ist eine absolute Fehlkonstruktion. Ja, das bringt alles nichts. Normalerweise bin ich ja relativ entspannt bei solchen Tests. Auch wenn mal was schief geht oder so, ist es alles okay. Ich benutze das ja auch zum ersten Mal. Ist vollkommen okay. Das Mischungsverhältnis ist vielleicht ein bisschen anders. Ich habe jetzt hier noch Hobelspäne dazu gemischt. Aber wenn so
sowas direkt beim Pressen kaputt geht. Und ihr müsst ja so ein bisschen Druck da drauf bringen, oder ich muss ja so ein bisschen Druck da drauf bringen, damit das überhaupt gepresst werden kann. Also das nervt mich so extrem. Da wird sowas gebaut, damit man es quasi in die Tonne wirft, wenn es bei einem ankommt, nachdem man es einmal benutzt hat. Bei der einfachen Presse hat es funktioniert. Ihr seht es ja hier, wir haben hier ein Brikett. Da kann man zwar immer noch ein bisschen Wasser rausdrücken, aber es hält mal einigermaßen zusammen. Dazu müsst ihr natürlich euch noch vorstellen, dass dieses Teil hier auch trocknen muss. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie lange es trocknet, aber im Netz sagt man so, also die Leute, die es auch mal getestet haben, dass es so um die 3 Monate braucht, bis so ein Ding hier trocken ist. Ich kann mir vorstellen, bei der Menge Wasser, die hier trotzdem noch drin ist, dass es noch ein bisschen länger braucht. Also alles in allem kann ich euch hier dieses vierfache Teil hier nicht empfehlen, weil es ist halt direkt kaputt gegangen. Das ist super, super ärgerlich. Das einfache Teil funktioniert schon, aber ganz im Ernst, macht euch nicht die Arbeit, um euer Papier, was recycelt werden kann, in so ein Kackpellet zu pressen. Dann geht lieber an den Wald und macht normales Brennholz. 2 Punkte noch. Wenn du jetzt dennoch sagst, hey Philipp, ich benutze das zu Hause und bei mir funktioniert das, dann schreib mir das bitte, bitte in die Kommentare, damit das dann halt auch eben andere Zuschauer sehen können. So wie ich es jetzt hier ausprobiert habe, ich spreche jetzt auch über den ersten Teil, wo ich nur Papier benutzt habe, funktioniert es einigermaßen mit Papier. Aber die Arbeit steht immer noch nicht im Verhältnis zu dem, was er da macht. Da geht er am besten Fall, würde ich mal plump behaupten, normal arbeiten und kauft euch dann von dem Geld fertige Briketts. Noch so ein Punkt. Wenn du auf dieses Video hier geklickt hast, weil du halt einfach nach einer Möglichkeit suchst, aus deinen Hobelspänen, aus deinem Sägemehl irgendwie was zu machen, damit es nicht mehr so viel Volumen hat und damit du sie im Kamin normal verbrennen kannst. Das sind normale Holzpellets, das ist dann noch überhaupt kein Problem. Dann bist du wahrscheinlich auf der Suche nach einer Pelletpresse. Ihr habt ja gesehen, ich habe es ausprobiert, ob es hier in so einem Gemisch funktioniert. Aber schaut euch dann mal, falls ihr das noch nicht gewusst habt, schaut euch mal selbstgebaute Pelletpressen an, die auf Basis von einem 7-Tonnen Holzspalter funktionieren. Ich habe mir nämlich genau hierfür hier diesen Scheppach Holzspalter bestellt. Ich werde dir mal auch den verlinken, damit du weißt, aus welchem ich das vorhabe zu machen. Ich werde den erst am Anfang normal als als Brennholzspalter benutzen, weil ich auch hinten noch ein bisschen Brennholz habe. Aber ich habe mir den auch mit dem Hintergrundgedanken gekauft, weil ich daraus halt auch eine Pelletpresse bauen möchte. Ich weiß, ich vermische gerade so ein paar Dinge. Hier geht es ja eigentlich um eine Papierpresse. Aber ich denke mal, viele machen das auch bestimmt mit dem Hintergrundgedanken, dass man die Hobelspäne verbrennen kann, dass man die klein gedrückt bekommt und dass man sie halt eben irgendwie verwerten kann. Das war auch noch ein Punkt, den ich anmerken wollte. Schaut euch dann lieber nach einer Pelletpresse um, die man vielleicht selbst baut. Ich kann es nur wiederholen, das Thema hat mich, als ich ein bisschen jünger war, sehr, sehr interessiert. Deswegen habe ich mir auch viele Videos zu angesehen. Und hier will ich euch nur sagen, wenn ihr euch weiterhin irgendwie was bauen möchtet, damit ihr Papierbriketts machen könnt oder Papier-Holzspäne-Briketts, dann würde ich euch wirklich empfehlen, euch so ein Ding selbst zu bauen. Diese Konstruktion hier, das ist totaler Irrsinn, das funktioniert nicht, ihr habt es ja gesehen. Es gibt selbstgebaute Varianten, da ist das Sieb auch ein bisschen kleiner, da könnt ihr das Papier auch recht flüssig anrühren, denn wenn das so trocken ist, wie ich es jetzt hier angerührt habe, dann ist es auch nicht so schön, das alles anzurühren. Also wenn ihr euch Papierbriketts herstellen möchtet, im Gemisch mit Hobelspänen, da würde ich euch wirklich empfehlen, schaut euch mal Videos dazu an, da haben sich schon viele Leute sowas selbst gebaut. Es funktioniert definitiv besser als hier so eine Vierfachpresse, also die hat wirklich gar nicht gut funktioniert. Schaut euch sowas auf jeden Fall mal an. Also was habe ich jetzt hieraus gelernt? Ich habe gelernt, dass hier diese Teile echt totaler Käse sind. Da macht es einfach viel mehr Sinn, sich was selbst zu bauen oder es irgendwie vernünftig zu recyceln und halt einfach Brennholz normal zu machen. Aber genau dafür sind die Videos ja da. Manchmal funktioniert etwas halt nicht so schön, dann dauert es halt auch irgendwie 3 Stunden, dass sowas abgedreht ist, weil ich halt auch noch hinten dran probiere, ob ich es nicht doch irgendwie zum Laufen bekomme. Aber in dem Fall war die Mühe für die Katz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich verlinke euch mal hier dieses Teil in der Videobeschreibung. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, was ich für ausgegeben habe, dass ich es jetzt quasi wegschmeißen kann. Genau. Also, schönen Tag wünsche ich euch allen. Bis zum nächsten Video. Sage ich tschüss.